Hallo und herzlich willkommen hier bei Scrubs mit dem Doppeltürk. Ja, die sind wir jetzt beide. Wir mussten uns nämlich ausloggen hier. Mhm. Und jetzt sind wir wieder im Game und wir sind immer noch in dieser komischen Höhle. Ich habe die Taschenlampe mal angemacht zur Abwechslung. Die Taschenlampe ist so lau einfach, die bringt gar nichts. Nee, die ist echt lächerlich. Ich muss sagen, alle meine Äxte sind keine Brandäxte mehr. Das speichert er also bei nicht mir mit. Auch. Bei mir sind auch alle meine Äxte keine Brandäxte mehr. Das wird Zeit, dass wir das ändern. Ja, das sehe ich auch so. So Dynamit habe ich noch. Ich habe keine Sticks mehr. Meine ganzen Sticks sind weg. Warum? Ich habe ein paar. Hä? Die sind bei mir alle. Ich hatte. Ich wollte haben. Ach, ich habe die fürs Zelt natürlich gebraucht. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, klar, wir haben hier für den Dings, genau. Kannst du mir mal einen Stick auf ein Tablett geben, nur damit wir das mal gemacht haben? Ja, mal gucken. Perfekt. Oh, warte. Ja. Ah. Achso, du hast den gedroppt einfach. Das geht natürlich auch. Irgendwie soll das mit dem Tablett gehen. So, was ich wollte unbedingt mal, ich muss mir das hier echt mal angewöhnen. Huch, Burning Upgraded Stick, Blue Upgraded Stick, Orange Upgraded Stick. Nicht. Warte mal. Hä, was meinst du genau? Man kann diesen Burning Stick noch irgendwie upgraden. Wie kann man den, Upgraded Stick. Wie machst du denn den Burning Stick? Den Burning Stick mache ich einmal mit Cloth, also eine Fackel quasi mehr oder weniger. Was heißt denn jetzt upgraded? Mit Knochen, aber ich habe natürlich keine Knochen mehr dabei. Burning upgraded Rocket auch? Ach da, Knochen. Ich weiß gar nicht. Wie geil ist das denn? Ich weiß allerdings nicht, was man dafür machen muss. Hier eine Uhr. Aber Burning upgraded Rock? Ist das denn jetzt upgraded? Guck mal hier. Also ich kann das immer wieder mit Stoff kombinieren. Ich weiß aber nicht, was das bringt. Boah. Was denn? Da zündet man sich selber an. Wieso hast du dich... Du hast dir deinen Sack angezündet? So. Warum hast du deinen Sack angezündet? Ich habe diesen Burning Upgraded Rock genommen. Okay, ich kann gar nicht... Also warte mal ganz kurz. Mit Cloth? Mit Cloth. Burning Crafted Club. Klappstuhl. Ich habe nichts zu trinken mehr. Okay, ich habe aber... Alter, ich brauche dringend die Fackel. Wie geht das jetzt? Hä, es kann doch nicht sein. Wie mache ich denn nochmal die Fackel? Boah, ich werde hier unten krepieren. Ich brauche dringend was zu trinken. Wir müssen raus. Ich habe nichts zu trinken mehr. Ich gehe schon mal runter. Ich baue den Upgraded Stick. Sag das doch, Junge. Sag das doch, Gregor. So. Muss man erst den Stick upgraden und dann Cloth oder was? Ja, so wie ich das sehe, ja. Okay, das erklärt scheint einiges. Scheint was dran zu sein an dieser Theorie. Komm mal runtergekraxelt. Wir müssen jetzt übrigens den ganzen Weg zurücklatschen, weil hier gibt es kein Atemgerät. Wir haben es rausgefunden. Ist ein Traum. Ist ein Träumchen. Wir kommen aber wieder. Wir kommen später nochmal in die Höhle. Das Problem ist nur, ich hoffe, wenn wir jetzt rausgehen, dass der fette Moppel nicht mehr da ist, dass der wieder respawned ist. Bestimmt. Da hinten klebt irgendwas an der Wand oder so. Ich kann es gar nicht erkennen. Durch die Dunkelheit. Ich komme mir also gerade vor, als würde ich ins Batcave hinabsteigen irgendwie. Nein, 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 Batman! Gibt's hier eigentlich noch was? Nee, ne? Achso. Was denn? Nix. Ich hab nur mal ganz kurz geguckt, ob da noch irgendwas ist. Warte mal. Ohne Feuerzeug. Alter, geh an. Du auf die andere Seite. Ich gehe hier ohne Licht, gehe ich hier keinen Meter. Boah, geht das Feuerzeug plötzlich aus. Ganz schön assi. Ja, genau. So, ich hoffe, also wenn der hier. Es gibt ja so einen Bug, da fällt man manchmal vom Seil runter beim Klettern. Ich hoffe, der findet hier nie statt. Da bist du ja instant tot. Das wäre so mies einfach. Ja, da hast du wie ein Späßchen. Ja, glaube ich nicht. Da bist du, glaube ich, ganz schön angekotzt. Was? Ja, wenn du alles verloren hast, glaube ich, dann würde ich sagen, fick dich, Scheißspiel. Wenn dir mal was passiert und du alles verlierst, es geht frischer mit Wrigley's Spermint. Und nur Stiggies. Und Medicine. Okay, kann ich nicht mehr nehmen. Ich auch. Ich auch nicht. Leider. I don't believe in medicine, but in you, I do. Alter, Simply Red, kennst du noch? Alter, wie mache ich denn den Upgraded Stick eigentlich? Mit Knochen war das doch irgendwie, ne? Ja. Stick und Knochen irgendwie sowas? Nee, leider nicht. Ich könnte schwören, das war irgendwie... Hä, wie kommen wir denn hier nochmal raus? Hä? Mir schließt sich dies nicht so ganz. Naja. Hier? Nee. Was war da durch? Oh, was ist das denn? Warte mal. Huch, wo bin ich denn jetzt? Ach, da... Hä? Ach, wir sind immer noch in der gleichen Höhle. Ich dachte, ich bin jetzt ganz woanders gelandet, weil plötzlich alles dunkel war. du? Ja, ich frage mich auch, wo wir sind. Wir sind doch... Hier waren wir noch gar nicht. Doch, wir kommen doch von hier. Ja, ach, hier. Ich glaube, ich habe es gefunden.
Ah, das war so eine kleine Nische nur, ne? Okay. Ja, genau. Und natürlich ist das Ding ja wieder da. Warte mal, ich hol mal kurz Le Axt. Toll machst du das, Digga. Toll machst du das. So, das heißt aber wahrscheinlich, dass alle Eingeborenen wieder da sind. Ich verstehe nicht, warum manche Pfeile keine Brandpfeile mehr sind manchmal. Vorsicht, ich zünde mal einen Pfeil an. Vorsicht, mal die Fackel an. Ich kann den Pfeil nicht an... Ach, Alter. Die Fackel bringt genauso viel wie so ein Ding, was man anzündet. Es bringt also... Wie so ein, wenn man die Axt anzündet. Ist genau das gleiche in grün. Ja. Super, jetzt muss ich ja hier wieder runterklettern. Kann ich da nicht runterspringen? Doch, kann ich. Ist, glaube ich, nicht so viel, oder? Hier sind jede Menge Koffer und so. Die wir noch gar nicht gesehen haben. Oh, ein Atemgerät. Cool. Wo? War ein Witz. Also Arsch, ich wusste es doch, ey. Entschuldige bitte. Das hat er aber gerade so angeboten. Alter, jetzt sind die Koffer hier nicht zerdepperbar. Ach, und ja, die Wände mit dem. Ich muss wieder Bomben bauen, die Wände sind wieder da. Das Dynamit behalte ich mal lieber. Ich bastle hier mal lieber ein paar ordentliche Bomben. Ditte da. Ach Gott, ich will mir das. Oh Mann, mir geht der Boost auch alle. Das gibt's doch gar nicht. Oh, und ich muss dringend was essen. Zack. Eine Uhr. Und was war das andere nochmal? Nein. Hä? Mann, ich vergesse das immer. Was? Uhr? Ach, hier eine Platine. Da, Platine. Hab ich noch. Ja, Platine brauchen wir dafür auch leider. Okay. Leider, ja, das. Brauchen wir noch so, eine Vorsicht, dafür. Vorsicht, Vorsicht. Oh, das gucke ich mir an. Geh mal nicht unten in die. So. Ja, ich bin direkt neben dir. So, Bombe liegt. Und jetzt macht's. Boom. Boah, fliegt mir das Ding enorm in die Ohren. Sehr gut. Das kommt jetzt aber direkt noch eine zweite Wand, gemeinerweise. Da brauchen wir nämlich noch eine zweite Bombe. Oh, dann überlasse ich dir den. Oder soll ich machen? Also, wenn da hinten gibt es ja auf jeden Fall Dynamit. Deswegen nehme ich mal Dynamit davor. Okay, warte, wo ist die? Warte, und Dynamit, da gehe ich mal lieber hinter ihnen. Okay, das wird lustig. Warte ab. Ja, schön. Sehr gut, sehr gut. Ich lasse das Dynamit direkt mal bereit, weil ich glaube, jetzt kommt auch ein Moppelchen. Okay, warte, ich wechsle auf den Feuerbogen. Jetzt bin ich mal gespannt. So. Du müsst jetzt jeden Moment hier auftauchen. Der hat 100 Pro wieder respawned, aber sowas von. Ja. Ich meine, wir könnten auf den Scheißen einfach zum Seil laufen. Da hinten ist er. Nee, ist er doch nicht. Boah, wir sehen ihn. Doch, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Warte, nicht bewegen. Ich mach's so, kurzer Prozess. Was, der ist nicht tot? Der brennt nur? Nee, angezündet habe ich den gerade mit dem Pfeil, aber ich glaube, der braucht noch mehr. Ich werf dir noch eine Dynamit vor die Füße. Ich habe den mal angezündet gerade. Warte. Jetzt ist er tot. Jetzt muss er down sein, auf jeden Fall. Da sehen wir ihn, den guten Mann hier. So schön ist er in seiner ganzen Pracht. Fetti McFettfett. War da noch was? Boah, wie wir das Zeug hier weggesprengt haben. Gut. Jetzt gibt's Vorsicht, 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 Vorsicht. Mal den fertig. Soll ich übernehmen? Nee, ich mach hier. Okay. Na gut. Ich gönn dir den Spaß. Ach, der schreit aber auch. Der ist ja voller Meckern. Ja, der hat keinen Bock darauf, dass er jetzt heißelt wird. Kann ich auch verstehen. Oh, hier ist nochmal das Buch. Vorsicht, bei mir brennt der Pfeil wieder. Ah ja, schon wieder Kassette, schon wieder das Buch. Haben wir ja eigentlich schon alles. So, Flaritz gibt's ja auch. Hot Waritz Flaritz. Oh, hier ist was zu trinken. Geil. Ja, zu trinken gibt's hier eine Menge. Ich nehme mir auch mal was. Ja, ist da eine Menge? Ja, hier liegt doch überall was rum, oder? Achso, ich muss das bei mir noch kaputt machen alles wahrscheinlich. Alter, da. So, Dynamite geht nicht, also Dynamit gibt's eine Öllampe, die würde ich natürlich auch mal gerne echt ausprobieren, aber naja. Alter, wieso kann man denn nur so wenig Dynamit tragen? Das finde ich eigentlich nicht so gut. Also die Axt ist auch für den Arsch. Genau. Ja, toll. Ich habe zwei Getränke bekommen. Toll. Practical Caver. Ja, habe ich schon gelesen. Den rotz mal weg bitte aus meinem Gesicht hier. Boah, das bringt auch so gar nichts, diese Fackel. Also am besten ist wirklich der Bogen. Ja, tatsächlich ja. Also, wenn es um Licht geht. Wieso ist hier unten ein Ruder? Ist doch einfach nur ein Prank von den Entwicklern. Mehr ist das doch nicht. Hallo, Feuerzeug? Boah, das sieht ja auch mies aus hier, diese. Ne, diese Schrumpelleiche da drin, diese Verhungerte. Alter. Übel. Hier ist Ditte. Okay.
Warum geht mein Dings nicht an? Oh, hab ich jetzt einen falschen Pfeil oder was, Alter? Okay, ich mach auch mal an den Bogen. Ich sehe hier einfach nichts und ich würde ja, gerne. Muss sein. Ah, da ist es ja. Okay. So, ich steig schon mal nach oben. Ah, okay, ne? Warte. Ah, oh, scheiße, jetzt habe ich das Ding angemacht. Ja, habe ich auch gerade aufgefunden. Ätzend. So, ich finde das geil, wie der einmal mit einer Hand einfach 10.000 Kilometer nach oben klettern kann. Macht der locker flockig durch die Hose. Der muss Muskelkraft haben, mein Lieber. Jetzt aus dieser Höhle raus und dann ab in die nächste rein sozusagen, denn es befindet sich bei diesem Hauptdorf, ne? Oh Gott. Ja, also wenn das Ding da ist, weil dieser Rebreather wohl random spawnt an drei Locations. Ich glaube, ich habe gerade den Bergsteiger gesehen, den du meintest. Rebreather haben wir auch gelernt, das ist das Atemgerät. Ja, da hängt dieser Bergsteiger. So. Jetzt ist die Frage. Diese Höhle, haben wir die eigentlich schon komplett erkundet hier? Und vor allem, hier kannst du ja auch noch tauchen. Ich glaube, wir haben noch gar nicht alles angeguckt. Aber ich müsste hier eigentlich echt raus, weil ich brauche Essen und Trinken. Ja, das können wir theoretisch mal in der Rückkehr machen. Okay, hier ist ja eh nichts. Okay, ich glaube, das hat sich erledigt. Das Einzige, was wir noch machen können, ist hier ein bisschen im Pool schwimmen. Ein bisschen planschi-planschi. Aber das lohnt sich halt nicht ohne das Atemgerät. Moment mal, hier sind noch Kisten. Das sollten wir uns anschauen. Oder? Tschüss! Ich bin schon auf dem Weg nach oben. Okay, dann nehme ich den Kram da. Ich sehe dich da unten noch looten. Da sind nur Flares. Können wir hier nicht mehr gebrauchen. Davon gibt es hier offenbar eine Menge hier unten, Alter, das ist laut. Gott, jetzt muss ich erstmal 3 Jahre nach oben klettern wieder. Man hört dich übrigens gar nicht mehr bei den Wasserfällen. Du bist ja voll am Nuscheln die ganze Zeit. Ich muss 3 Jahre nach oben klettern wieder hier. Okay. Ich hätte wohl vor dem Weg mal was essen sollen auch unbedingt. Ja, das wäre nicht schlecht gewesen. Aber mich dünkt, ich habe nichts mehr zu fressen. Deswegen würde ich gerne sehr schnell unser Lager, kurz den Bauch vollschlagen und dann los zum eingeborenen Dorf, wo wir auch noch ein Lager haben. Ja. Theoretisch. Das wäre nice. Und da müsste diese Tonne und da müsste das Ding drin sein. Also wir haben ja geguckt, es gibt theoretisch auch eine Möglichkeit, gibt es, was das Ding am Strand liegt. Hatten wir allerdings keinen Erfolg mit, muss man auch mal ganz klar sagen, glaube ich. Ja, vor allem am Strand ist das Einfachste, weißt du, da an diesem Zelt, das war so easy, das da zu finden. Schitte. So. Ist aber auch so ziemlich das einzige Item, was uns noch fehlt, oder? Ja. Also vielleicht was Baubares noch irgendwie, aber insgesamt. Bist du schon oben eigentlich? Das dauert ja ewig. Ja, Moment. Da kommt ja gleich noch das nächste Rope. Ach ja, Gott, zwei Ropes hintereinander. Ich fühle mich irgendwie raped. Ah, ich bin draußen, es ist Tageslicht. Oh, ist das schön. Total roped. Oh. So, sei mir nicht böse. Ich hab noch den anderen Eingang, den müssen wir auch noch finden. Ach du Heilige. Wahrscheinlich sind die aber noch connected durch das Wasser und wir erhoffen uns da voll viel von. Das ist voll der Reinfall. Boah, echt oben wieder, geil. So, okay, Feuerzeug kann ich nicht wegstecken, solange ich den Bogen draußen habe. Ich gehe mal ganz kurz zu unserer Basis, ne? Also hier ist ja momentan nichts los. Ich, sei mir nicht böse, ich muss nur schnell was essen, bevor ich gleich verhungere. Gut, in der Zeit suche ich mal das andere Seil. Das andere Seil? Ich habe auch nicht mehr viele Snickers. Aber lass uns doch mal, bevor wir in die andere Höhle runtergehen, sollten wir vielleicht echt mal dieses Atemgerät holen, oder? Ja, aber wir sollten erst mal wissen, wo die ist. Also Atemgerät ist ein möglicher Spawnpunkt und der wahrscheinlichste, weil die anderen haben eigentlich abgeklappert, ist der im eingeborenen Dorf, da die Höhle runter. Ja, müsste eigentlich. Was gab es denn noch weiter? Nur an dem Strand, oder? Am Strand oder das andere habe ich vergessen. Shit. Aber das ist wahrscheinlich. Ah ja, das ist da, wo wir schon waren in dieser Runde. Vor 4 Monaten waren wir da mal und da war nichts. Das ist kurz vor so einem Wasserding an so einem Skelett wäre das gewesen. War es aber nicht. Okay, dann ist ja alles easy. Also im Grunde genommen, wenn es jetzt da nicht ist, dann ärgere ich mich wirklich, weil dann weiß ich auch nicht mehr. Dann können wir die anderen beiden Punkte vielleicht noch abklappern, aber die Höhle mit dem Skelett müsste man erstmal wiederfinden. Ich weiß gar nicht mehr wo das war. Hier war auf jeden Fall noch eine Höhle irgendwie drum um die andere Seite. Oh nein, das Regenwasser ist wieder weg. Ja, leck mich doch am Sack. Es hat geregnet und das Wasser ist weg. Ja, es liegt daran, weil wir den Server auch neu gestartet hatten. Das kann jetzt auch überall siegen. Das kann jetzt theoretisch, weil der Server auch neu gestartet wurde, theoretisch auch da wieder am Stand sein. Okay, pass auf, ich mach mal Folgendes. Ich zünde mal kurz, hier liegt noch ein Lurch auf dem Feuer. So einfach mal logisch gedacht, oder? Warte mal. Ich zünde mal kurz ein Feuerchen an, ich koche mir mal kurz Wasser.
Jo. So. Töpfchen. Empty. Hallo? Hallo? Ich frag mich, woher nochmal die zweite Höhle war. Ich finde sie gerade nicht, Erik. So am ersten Blick. Hä? Gregorius. Warte mal. Ach, jetzt geht's. Okay, was findest du gerade nicht? Die andere Höhle, okay. Ja. Ja, gut, aber wir sollten vielleicht sowieso erstmal das Tauchgerät holen, oder? Ja, absolut, aber der Eingang wäre auch nichts schlechter, dann könnte man den beim nächsten Mal nehmen. Das stimmt natürlich. Wobei ich auch wissen will, wo es da hinter dem Wasser weitergeht. Das will ich echt wissen. Ja, wahrscheinlich kommen wir dann aus der anderen Höhle raus, oder? Ja, ich denke mal, das ist der Eingang aus der anderen Höhle, den wir halt nicht jetzt nehmen konnten. Oder wir kommen vielleicht tatsächlich da unten raus. Oh Mist. Ist da unten Wasser vielleicht? Ich will den jetzt finden. Ich müsste eigentlich auch mal was speisen und so. Also Speise haben wir ja hier ganz viel, aber Tränke ist so schwierig. Ja, und vor allem nichts zum Mitnehmen. Das stimmt absolut. So. Das ist nicht so geil. Spoiled Lizard hier, weg mit dir. Igitt. Dann hier, Arm und Beine haben wir zwar noch, ansonsten habe ich glaube ich nichts, was spoilt ist. Okay, Getränke haben wir zum Glück wieder ein paar gesammelt. Ja, Getränke habe ich auch noch, aber mir fehlt es entschieden an Snacks. Das ist echt noch eine ganz wichtige Utensilie, die man dabei haben sollte eigentlich immer. So. Wie war denn das nochmal mit diesem Water Pouch eigentlich? Ah ne, hier, mit diesem hier, Water Skin. Can be used to gather clean water. Ach, aus den Schildkröten-Dingern kann man ja sauberes Wasser noch rausziehen und zu mitnehmen. Aber echt? Aber da es ja hier nie regnet und wenn, dann resetten wir den Server, damit wir bloß keine Getränke mehr haben. Ist aber so doof. Ich gucke nochmal gerade nach der Höhle. Okay, also ich wär bereit weiterzuziehen. Dann ziehen wir weiter. Gut. Die Frage ist, ob wir ja erstmal bei dem Strand vorbeitingeln noch, der es ja angeblich hat. Weil es ja ein Server-Reset kann ja auch neu gespawnt sein, weil es ist ein Zufall, wo es denn dann landet, das Atemgerät. Scheinbar mittlerweile. Survival. Doch, hier auch wieder eine Hardcore-Session, wir beide, wie wir suchten hier, der Forist. Der Furist. War auch geil mit der Höhle, ehrlich gesagt. Ja, war richtig geil. Sagen. Also hier draußen Einwohner verdreschen und so macht Spaß. Ist aber dann doch eher auf Dauer ein bisschen casual immer, ne? Also die neuen Sachen bauen macht mir auch noch Spaß, aber so nur rumlaufen, so ziellos ist so ein bisschen so, okay. Wie die Bäume hier gerade wegspawnen zwischendurch immer. Das Schönste an dem Spiel ist, mit dir zu spielen. Oh. Lalalala. Das müsste eigentlich das orangene Haus sein, ne? Ja, war es das orangene Haus? Ich weiß gar nicht mehr. Ich auch nicht, scheiße. Achso, du hast nur geraten. Ja, ich dachte, okay. Du sagst, ja, natürlich. Ja, natürlich. Oh, okay. Das Orange ist hier jetzt. Nee, das ist natürlich nicht. Ach, das ist das, ja, ich erinnere mich hier ran. Huch. Ist gar nichts drin. Huch. Nischt. Lächerlich. Okay, da drin ist, glaube ich, auch sonst nichts. Vielleicht das Haus da. Wir können die einfach mal abklappern, die Häuser. Irgendeins muss es ja sein. So, bist du am Start oder? Ja, ich bin am Start, ich bin voll am Start, du. Ich renne hier hinterher. Super. Hier ab durch die Norddeich-Talsenke. Hab dich die Mitte. Wir zeigen hier einfach mal ein bisschen, wie es hier aussieht, verstehst du? Hier. Oh, ja, geil, haben wir noch nie gezeigt. Guck mal hier, schöner See. Oh, guck mal, da gibt's auch Kisten wieder. Was für ein schöner See, da liegt so ein Koffer drin. Hier könnte es Snacks geben, das ist gut. Ja, das ist eine sehr gute Idee sogar. Oh, toll, ich schaff's. Oh, sorry. Tut mir leid. Ich verstehe, ich bin also ein Snack für dich. Wir müssen unbedingt auch mal Seeds pflanzen hier, ne? Garten ja, und so. Ja, zu Hause. Ja, aber wir haben hier nicht mal einen Garten. Oh, warte mal, oh, juckt. Wir haben nicht mal einen Garten gebaut. Ja, bisher noch nicht. Kommt auch noch. Oh, jucktechnisch alles wieder vorbei. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, welches das richtige Haus war, wo wir hin wollten gerade. Ich auch nicht. Es ist das da, glaube ich. Ja, die sind ja alle in der Richtung, ungefähr. Ja. Eins von denen wird schon sein, nicht? So. Hoppala. Hier das da vorne vielleicht?
Bestimmt gehe ich jetzt zu einem Höhleneingang. Ich werde es. Nein, folge mir nicht. Was war's denn? Welches ist. Was haben wir hier gebaut? Ah, der Untergrund, Mann. Wir sind schon wieder hier. Ja. Mal wieder. Okay, ja, dann kann es ja nur noch das eine sein, wo ich jetzt nicht mehr das darf wahrscheinlich, oder? Vielleicht hätte ich mich einfach. Ich sollte mich von diesen Symbolen echt nicht beeinflussen lassen. Ich wusste gar nicht, wie man da hinkommt. Ja, du kannst ja einfach Insel eigentlich ganz gut aus. Außer, dass sie jetzt massiv umgebaut haben halt. Ja, das ist ja das Ding, ne? Wolltest du gerade sagen, das ist das da, okay. Ist es das? Nee, ist es nicht. Das ist jetzt dieses Neue, was wir gebaut haben. Aber im Container? Ja, im Container. Das hat er nur so ein temporäres Ding gebaut. Ja, genau. Komisch. Mist. Shit, das ist echt dämlich jetzt. Verbringen wir wieder mit rumlaufen, ewig die Zeit, ey. Jordan Dabben, du. Da fliegt wieder eine Kiste. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Bis du aus dieser Höhle rauskam, da war ja schon wieder eine Aktion. Ich glaube, wir müssen in diese Richtung. Also da, wo du gerade bist ungefähr. Mal gucken. Ja, ich glaube, ich bin richtig hier. Ich weiß noch, wo es lang geht auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin halbwegs richtig zumindest. Boah, das ist für eine Ausdauer. Da rennt man 18 Jahre und was ist dann? Nichts. Gar nichts mehr. Nicht. So. Oh, fuck. Was denn? Oh, ich wollte wieder zu Forest zurück. Ah, ja, Sarazar spielt The Forest. Ja, ich habe mir gerade aus Versehen aufgelaufen, weil ich die Umschalttaste ein paar Mal hintereinander gedrückt habe beim Rennen. Hä, wieso habe ich einen Lurchkopf in der Hand? War nicht aufgefallen. Hier sind noch ganz kurz Kisten. Ich nehme mal ganz kurz hier Snacks mit aus Kisten. Warte, nee, hier bin ich doch auch falsch, oder? Ach du Scheiße. Ich kenne mich auf dieser Insel auch überhaupt nicht mehr aus. Aber warte, hier ist das Boot. Och nö. So. War das? So, warte. Ich glaube, wir sind richtig hier. Wir sind gar nicht mal so unrichtig. Echt? Ja. Dein Wort in Gottes Poren. Lass meine Poren aus dem Spiel. Okay, ich habe gerade so eine Schildkröte gebeamt. Ist gut für Fleisch. Ja, genau. Vor allem haben wir dann vielleicht noch so eine Trankdingsbla. Ja. Getränkekiste. Schön vom Lieferanten. Das ist hier. Boah, ich hoffe, ich finde da jetzt noch hin. Das ist echt lange her. Früher konnte ich da bin ich einfach blind hingelaufen. Aber inzwischen. Auf der anderen Seite bist du auch. Ja, du bist jetzt, du läufst jetzt in Richtung Berg. Da ist es nicht. Nee. Aber hier ist auch noch ein Haus. Was haben wir denn da für ein Haus? Berg ist ja ein Neugebiet und das war noch im alten Gebiet. Was haben wir denn da für einen Unterschlupf gebaut? Hier sind wir jetzt hier noch im Krater. Hier bin ich doch am Dorf. Nee, ich bin richtig. Hä, am Hauptdorf meine ich. Wir müssen ja zum Hauptdorf. Ja, das ist doch hier, oder? Ah, nee, ist es nicht da? Also eigentlich sind wir nicht hier. Das sind so komische Punkte hier im Wasser. Das kenne ich gar nicht. Hier sind so Schlaufen zum Leute aufhängen auch. Hä, was ist das denn? Hä, wo bin ich denn hier? Das ist ja völlig neu. Ich habe gerade ganz viele Grafikfehler gefunden. Gibt's auf jeden Fall jede Menge Snacks. Das ist gut. Entweder ist es neu oder ich kenne es noch nicht. So. Oder ich habe es einfach nicht mehr in Erinnerung. Kann auch gut sein. Wahrscheinlich eher das Letztere. Komm schon, hau drauf. Alter, das ist so ärgerlich. Seitdem die hier alles geändert haben, erkenne ich nichts mehr. Ich habe das Gefühl, ich habe Angst, dass ich jetzt einmal im Kreis laufe, ganz fett und mehr nicht. Hilfe. Ich sammle wenigstens noch effizient was ein hier. So. Boah, gut. Etwas. Das ist ja easy peasy. Alter. Ist es da nicht wirklich? Nee, hier sind wir auch in diesem Pinienwaldgebiet schon, ne? So.
Wie geil der mir immer ins Ohr atmet. Das, oh. 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 Bist du erotisiert ein bisschen, oder? Ja, schon. Ein bisschen ist gut. Das ist schon ein bisschen geil. Ich gehe da richtig drauf ab. Ich sitze hier und zittere vor Anspannung. So. Ich versuche hier mal irgendwie den Berg hochzukommen gerade. Oh, schön, jetzt wird's dunkel. Oh no. So. Ja, ich glaube, ich bin richtig. Alter, hat sich das hier alles verändert. So, da oben ist nämlich das eine Dorf, wo ich früher so einen Zaun drumherum gezogen habe, in Staffel 1 irgendwann mal. Und da hinten ist das haupteingeborene Dorf und da müssen wir auch hin. Ja, Gott sei Dank. Wo, wie lange du da die Sachen gebaut haben musst? Ewigkeiten. Ewigkeiten. Alter. Frag lieber nicht. Gott. Aber auch mega effizient, muss ich sagen. So einfach die ganze Zeit Bäume umschnipseln und dann hin und her laufen, hin und her laufen, hin und her laufen ohne Ende. Also wenn du meinen Namen... Wow! Wenn du meinen Namen bei dir irgendwo siehst auf dem Bildschirm, lauf einfach in die Richtung. Ich bin auf jeden Fall... Ah, schon längst gecheckt. Genau, da bin ich dabei, yo. Super! Das ist super. Schon längst gereiht, die Kacke, du. Ich bin hier schon auf dem Weg. Jetzt weiß ich auch, welches ist. Das ist mit dem Weißen. Aber es gibt zwei Weiße, das ist das Problem. Ja. Ah, hier ist auch die Kapsel. Das Cockpit. So, ich hoffe nur... Ah, und dann weiß ich jetzt wieder, wo alles so, ist, glaube ich. Wenn das sich nicht geändert hätte. Ich bin im eingeborenen Dorf. Das weiß man natürlich nicht, ne? So, hier wieder ganz viel Klaus. Gucken, ob es hier vielleicht noch was Neues gibt. Das ist eine fantastische Idee, jetzt noch irgendwo abzu... Oh, die Flare Gun. Cool. Hast du gefunden gerade, oder was? Ja, nochmal. Hä? Unglaublich. Zu meiner Zeit gab es die nur... Die liegt aber noch... Die liegt aber tatsächlich noch... Oh, oh, ist halt da. Die liegt aber noch genau da, wo sie eigentlich hingehört. So. Ja, Flares gibt es ja irgendwie 30 Milliarden. Ja, neuerdings, ne? Mhm. Vielleicht sollte man die Flare Gun ein bisschen auf der einsetzen, bei dem ganzen Kram, den man dafür findet. Hm. Ja, die Flares sind ja nichts für die Flare Gun. Die sind ja einfach nur so zum Anzünden und fertig. Ach, hierfür braucht man den Pot noch. Ah, verstehe. Gather Logs, 44 Logs. Was haben wir da gebaut für 44 Logs? Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was wir davor hatten. Ah! Oh geil, die sind noch lauter Getränke im Schrank. Ah, dann sind die doch nicht despawned. Also hier offenbar nicht. Nice. Okay, jetzt brauche ich aber keine mehr gerade. Jetzt habe ich schon alle. So, hier können wir noch ein Lagerfeuer machen. Lalala. Oh, und hier können wir was... Doch nicht trinken. Da sind nur Beeren. Okay. Bin ich echt mal gespannt in der nächsten Folge. Wir dann wegen das Atemgerät finden werden. Wegen einem Riebrieser? Ja, echt, ey. Oh Mann, ich muss die ganze Zeit so viel latschen. So ewig bis zu dir, glaube ich. Oder? So. Warte mal, ich mach hier mal ein bisschen Feuer, dann siehst du ja schon. Ja, mach mal genau hier. Komm mal ein bisschen Feuer unter mir. Oh, steht bei mir wieder, Sarazar spielt The Forest. Komisch, aber habe ich hier nur eine Fackel angemacht. Ich lange naja, das verträgt der Server nicht, das sind zu viele Daten. Das kann theoretisch sein. Das ist, würde mich jetzt nicht wundern bei Forest. Obwohl das performance-technisch ja mittlerweile echt gut ist. Ja, das stimmt. Also gut, in Anführungszeichen, aber auch nicht scheiße oder so jetzt, ne? Das war ja früher, hat es doch mit ein bisschen Ruckland zu kämpfen gehabt. Das stimmt. Sag bloß, Vorsicht, hier sind wieder Leute. Ich bin am eingeborenen Dorf, oder? Ah ja, Vorsicht. Ich bin mittendrin. Vorsicht, vorne steht jemand. Hier scheint überall Besuch zu sein. Ich komm mal rein, spaziert. Okay. Oh oh, da lachen sie sich einen ab über uns. Boah, das ist auch ein cooles Lager gewesen, ey. Ja, finde ich auch. Ist immer noch. Ja. Komm mal rein. So. Schön. Ja, geil, oh Alter. Eine Person Burning Man Festival. Oh, der Baum brennt. Oh. Das Viech hat den Baum angezündet. Das ist jetzt nicht so geil. Komm nicht hoch. Warte mal. Alter, der ganze Baum brennt. Ja. Und ein Vogel ist da gerade reingeflogen. Und da hinten, da ist noch so eine alte. Boah, der brennt ja komplett. Oh Gott. Alter, diese Kindergeräusche. Vorsicht, Vorsicht. Ich habe gerade einen brennenden Pfeil in der Hand.
So, Nummer 2 ist am Burninsen. Sieht schon krass aus, aber der brennt nicht, als ist er aus. Okay, das Schlimmes passiert. Ich glaube, die können auch verbrennen, wenn mich nicht alles täuscht. Hey, wo ist denn die dritte Unperson? Ist die weg? Ich weiß nicht. Ich glaube, die alte ist abgehauen. Also hier geht's auf jeden Fall easy jetzt. Den Tree-Sap können wir hier mal wegmachen, den Collector. So. Ja, hast du recht. So. Den wollte ich ja nur im Lager haben damals. Ich glaube, das war der Grund. Ja, ich erinnere mich. Ich speichere mal und ich würde sagen, machen wir hier für die Folge am Feierabend. Haben ja einiges jetzt wenigstens hinbekommen in Bezug zu entdecken und so. Ich hoffe, in den nächsten kriegen wir dann endlich hin, dieses Atemgerät zu finden, ey. Boah, ich finde das Lager übrigens ziemlich geil, muss ich mal sagen. Ja, auch das ist cooler auch irgendwie, so. Ne? Ja. Finde es auch nicht schlecht. Nice. Aua. Ich will mich ein bisschen... Können wir ein paar Sticks mitnehmen, weg? Zack. Jo, ich auch. So. Sehr gut, sehr perfekt. Gut. So, perfekt. Ich pack den Brandpfeil mal wieder weg, damit ich ihn nicht aus Versehen anzünde. Ja, das ist ja eigentlich das Original-Lager, wenn man so will, ne? So. Ja. Das war schon ein geiles Ding. Oh, was ist denn hier los? Oh, vergiftete Pilze. So, na gut, ich würde sagen, dann packen wir es für diese Folge. Ist jetzt nicht mega viel passiert, wir sind aus der Höhle raus, aber so ist es eben bei Forest manchmal. Was willst du machen? Und wir brauchen auf jeden Fall erstmal das Atemgerät. Wenn wir das aber haben, dann können wir durch diese ganzen Höhlen einfach mal durchmarschieren. Und dann endlich mal weiter erkunden. Richtig. Ja, so ist es aber, ne? Ich meine, du machst dich lustig, aber so ist es einfach. Ja, Mann. So, ach, hier ist auch noch eine Tür. Ihr werdet erstaunt sein. Ja, bis dahin, tschüss. Okay, ja, warte, ich komm wieder rein. Komm mal rein, Kuschelchen. Ich komm wieder rein. Hä? Was ist denn hier für eine rüde Tür? Ja, die rödelt die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, warum die so knarzt. Die rödelt die ganze Zeit, ich weiß auch nicht, was da los ist. So, der Wind, das himmlische Kind. So ist es. So, Freunde, das war diese Folge. Nicht viel passiert, aber dafür holen wir uns erstmal das Atemgerät. Guck mal, da ist nochmal altes, schwarzes Fleisch auf diesem Ding. Und irgendwer brüllt hier wieder irgendwo. Boah. Das kann man aber essen. Saulaut, Alter. Essen kann man es, aber es bringt halt nur ein Drittel oder ein Viertel der Gesundheit wieder. Ah, lächerlich. Ja, bringt nicht so viel. Wie noch eine Cola. Ja, bis dann, bis in die Endcard. Bis gleich. Ja, bis gleich. Tschö. Ja, gut. Jetzt war es der Höhle wieder raus und haben uns frisch gemacht und sind jetzt quasi im eingeborenen Dorf. Das ist ja auch schon mal was, das darf man nicht verachten. Verachten wollen. Und in der nächsten Folge holen wir uns hoffentlich, ich hoffe nur, das Atemgerät ist da. Ich hoffe es so sehr, weil sonst wäre es echt scheiße. Ja, sonst passiert der Shit halt so, wie es passiert ist, ne? Müssen wir mit rechnen. Hier brennt echt irgendwie alles Licht an, aber ich finde das Lager auch ziemlich geil, ey. Ich finde das Lager auch mega hier. So eine lange Zeit, sie wiederzusehen, ist echt cool. Ja, Alter. Oh, hier sind immer Kreaturen. Also diese Eingeborenen draußen, die sind saulaut. Ich weiß nicht, hörst du die bei dir auch? Ja, natürlich. Die kreischen hier wieder richtig trällerdrell rum. Finde ich jetzt auch nicht so angenehm. Hier sind auch Laptops, da können wir uns noch die Dinger rausnehmen. Oh, hier ist noch ein Snack auch. Pass aber auf, wenn du jetzt zum Zaun gehst, dann triggerst du die. Du hast die getriggert. Ach ja, halb so wild. Ja, dann bauen wir uns hier auf. Komm doch an die Rütteltür. Nee. Hier mach ich mal wieder die Fackeln an. Wenn die da reingerannt sind, sind die auch gestorben, oder? Stimmt. Das hat gut funktioniert eigentlich immer. Ja, das war super. Ob die reinrennen, weiß ich natürlich nicht, aber lassen wir uns überraschen. Ich lock die mal an und dann werden wir sehen jetzt hier. Obwohl, ich scheiß drauf, ne? Wir sind ja eh schon in der Endcard. Ja, eben. Oh, irgendwer... Oh, da brennt ein kleines Bäumchen von der Fackel. Alter, jetzt brennt hier alles. Oh. Huch. Fuck. Jetzt brennen die ganzen Büsche und der Baum. Was? Oh, oh. Ich glaube, das gibt einen Waldbrand. Wir werden sehen, was da passiert in der nächsten Episode. Oh, und die alte fackelt sich auch mit an, glaube ich. Das wird ein Spaß. Bis dahin. Tschüss. Also ist auch Wurst, so. Ich versuch die gerade schon alle wegzusmashen hier. Ich bin schon ein bisschen fertig gerade, ehrlich gesagt. Lustiger werden wir gerade auch nicht mal den Folgen. Ja, das stimmt. Oder? Oder willst du gerne noch eine reinräumen hier und dann ist gut. Von mir aus, also. Nur, dass wir hier keinen Stress kriegen. Ja, das ist egal. Ja, das ist aber der gesaved. Das ist gesaved zwischendurch, oder? Hab ich noch nicht. Ja, dann geh mal schnell runter und save. Okay, na gut. Alter, ich bin tot. Ich lieg hier unten vor, Mann, wie dämlich. Gut, dass ich gerade nicht mehr aufnehme. Ja, und ich stehe schon wieder. Ich hab dich geheilt, du Olle. Was ist passiert? Ah, du warst es. Also, so. Okay, na gut, dann Die sind alle rausgerannt wieder irgendwie. Ich hab die mal umgenutzt. Ja, da waren voll vier, fünf Dinger drin. Jetzt nochmal schnell was, bevor ich speichere. Hier ist auch noch, die rennen hier durch. Hier ist auch noch eine von der Lady. Okay, sag Bescheid, wenn die weg sind, dann kann ich speichern. Okay, super. Ja, kann save. Na gut, dann beende ich jetzt mal die Aufnahme. Ich hab nämlich gerade noch ein bisschen mitgefilmt, wie die draußen alles angegriffen haben.